Hi Chris hier, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Maranello, der Stadt von Ferrari. Man sieht hier schon das Museum. Das werden wir uns heute anschauen und ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu den zwei Modellen, die Ferrari wahrscheinlich wie keine andere verkörpern. F40 sowie F50. Die meisten sagen auf jeden Fall, der F40 ist so der Ferrari schlechthin. Klar, Formel 1 Technik, die Optik vom Rennwagen, einfach das Gesamtpaket, was der ultimative Ferrari ist und das Auto, was bei den Leuten damals im Kinderzimmer hing. Also der F40, das ist schon ein Wahnsinnsauto. Ah ja, wenn man auch die Sitze ansieht, ist auf jeden Fall... Ja, der F40 ist der Rennwagen unter den beiden. Und der F50 ist halt das Supercar, mit dem man abends auch mal schön im Club vorfahren kann. Ja, und beim F40 denke ich halt einfach nur an Strecke pur. Aber ich bin ehrlich, der F50 ist mein Liebling von den beiden. Also nichts gegen den F40. Das ist genauso ein Traum. Aber ja, das war eben so das Auto, mit dem ich früher gespielt habe, das ich früher als Modellauto hatte, an der Wand hing hatte. Also ja, jetzt nicht in Gelb, wie er da steht. Das ist jetzt nicht so meine Farbe für das Fahrzeug. Jetzt auch nicht, wenn man das Leder innen betrachtet. Das vielleicht auch nicht unbedingt. Aber in Rot auf jeden Fall für mich der ultimative Ferrari. Aber wie gesagt, der F40 da hinten natürlich auch ein Traum. Das sind für mich wirklich so die beiden ultimativen Fahrzeuge, Formel 1 Technik schlechthin. Ich glaube, habe ich jemals in meinem Leben schon mal einen F50 gesehen auf der Straße, in der freien Wildbahn sozusagen? Ich glaube nicht, aber ja, die Autos hier mal so versammelt zu sehen und dann auch noch in Gelb, was ja auch nicht so die häufigste Farbe ist, ist schon wirklich ein Eindruck. Da kommt man von einem Raum in den nächsten und direkt wieder ein paar Kracher. LaFerrari, FXXK Evo, Enzo Ferrari. Also Leute, was soll man da noch sagen? Die Dichte hier an Autos und vor allem was für Autos, das ist schon unglaublich. Boah, man sieht auch schon hier die Front, richtig inspiriert von den Formel 1 Autos von damals. Da hat Michael Schumacher einen guten Teil der Entwicklung dazu beigetragen und ja, damals auch ein sehr, sehr limitiertes Auto gewesen. Das durften wirklich nur die ausgewählten Leute kaufen. Also ich habe gelesen, Leute, die mindestens 5 Ferraris bei sich in der Garage stehen hatten, kamen für den Kauf überhaupt in Frage. Klar, der eine oder andere wurde bestimmt auch gespendet. Aber ja, das ist schon damals wirklich ein Kracher gewesen. Und 2002 sieht man im Auto auch gar nicht an. Also super zeitloses Design. Schöner V12, damals schon über 350 Spitze, eine echte Benchmark gewesen. V12, 660 PS. Und dann schwenken wir auch direkt rüber jetzt zum LaFerrari. Also, designtechnisch, man erkennt auf jeden Fall Parallelen, aber doch gleich komplett anders. Also richtig aggressive Front, spitz zuläuft. Ah, das ist schon wirklich ein Geschoss hinten, die breiten Backen, das ist schon eine Wucht. Ja, auch hier haben wir einen V12 Motor. Diesmal aber ein bisschen moderner, hat sich seit 2002 ein bisschen was getan. Hier haben wir noch einen Kers dabei, auch von der Formel 1 inspiriert, das kinetische Energierückgewinnungssystem. Quasi kann man sich das so vorstellen, wenn die Fahrzeuge bremsen, dann lädt sich dadurch die Energie auf und die ist dann wiederum abrufbar und gibt dann kurzzeitig einen kleinen Boost oder mehr Leistung frei. Also wirklich hier modernste Technik vom Feinsten. Oh, das ist schon hier natürlich auch das Bremslicht vom Formel 1 Auto inspiriert. Schächte von der Bremskühlung bzw. vom Ausgang der Vorderachse, Eingang in die Hinterachse.
Da bin ich hinten beim LaFerrari auch. Ich meine natürlich beim Enzo, aber natürlich alles ein bisschen eckiger. LaFerrari, alles ein bisschen geschwungener. Ich würde sagen, der größte Unterschied auf jeden Fall auf die Spiegel. Das sieht man ja hier an Fahrzeug selber, an der Motor, beziehungsweise an der, sag ich mal, die, an der Frontabdeckung. Der Motor ist ja hinten natürlich. Und hier gehen die Außenspiegel wirklich vom Fenster weg, richtig weit. Bestimmt so 20, 30 Zentimeter vom Fahrzeug weg. Aber die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Auch einmal hier noch das Triebwerk. Haben wir hier noch das ganze Kehrsystem hinten dran. Genau, dann haben wir hier die 800 PS. Und man sieht hier, genau, 173 PS werden dann nochmal durch den Elektromotor freigegeben. Da kommt man in Summe auf etwa 960 PS. Kommen wir zum heftigsten Track-Tool, das es wohl so zu kaufen gibt. FXXK Evo. Natürlich auch V12-Motor vom LaFerrari inspiriert, das Design bzw. als Basis genommen. Bloß eben noch mit dieser heftigen Karosserie. Also ich meine, Leute, guckt euch diesen Diffusor an. Boah. Dazu der Heckspoiler. Es gibt eigentlich nichts Extremeres von Ferrari, außer du kaufst dir ein altes Formel-1-Auto. Werden keine Rennen gefahren, die werden ausschließlich bei Ferrari-Track-Days oder anderen Ferrari-Veranstaltungen verwendet. Meines Wissens nach kann man die sogar gar nicht in... Also man kann sie kaufen, aber man kann sie sich nicht quasi ins Wohnzimmer stellen oder selber irgendwie zu einer Veranstaltung trailern. Das heißt, Ferrari nimmt die Fahrzeuge mit, stellt sie dir zur Verfügung mit dem ganzen Service an der Rennstrecke und dann kannst du deinen Spaß haben und danach nehmen sie die Fahrzeuge wieder mit. Läuft ein bisschen anders als bei anderen Herstellern. Ich weiß nicht, ob das das Thema exklusiver halten soll oder was der ganze Hintergrund da ist oder die Strategie, aber das ist schon, ja, wenn man den Sound jetzt mal miterlebt hat. Ich meine, es gibt viele, viele Track-Tools auf jeden Fall, die einen geilen Sound haben, die auch Spaß machen. Aber ja, das ist schon wirklich eine Wucht als... Boah! Natürlich auch vorne die ganzen Flaps, die wir haben. Das Carbon an der Seite. Ah, das ist schon wirklich eine Waffe. Kurzer Blick in den Innenraum. Ich hoffe, es spiegelt nicht so arg. Ja. Boah, also das mal zu fahren, Traum. Muss ein Höllenspaß machen auf der Strecke. Ich will so ein Auto zumindest mal hören. Ich muss mal auf eine Ferrari-Veranstaltung gehen, um unter anderem das Fahrzeug, aber auch den 599 XX zu sehen. Ja, das war die Halle schon wieder mit diesen drei Brechern. Ich bin gespannt, was uns in den nächsten erwarten wird. Manche Autohersteller haben, wenn überhaupt, einen Gelbton und mal einen Rotton im Programm. Ferrari hat sie einfach alle. Und teilweise siehst du ja kaum einen Unterschied. Also klar, hier ist Metallic, hier ist Uni. Aber zwischen den beiden hier ist eigentlich gar keine sichtbare Differenz. Natürlich auch hier die schöne Lederauswahl. Da ist ja mittlerweile eigentlich alles möglich. Auch sehr schön finde ich hier, angelehnt an alte Rennfahrzeuge oder Designs, dann die verschiedenen Ausstattungen bzw. die Lackierungen. Die Drehzahlanzeige oben drin, das magische Knöpfchen, mit dem der Spaß beginnt, und ja, hier natürlich der Regler für die Verstellung der Fahrmodi am Lenkrad. Das ist geil, also das Rennsport pur. Haben wir den P80C. Man wirklich von der Optik angelehnt an Retro, also da hat er sich auf jeden Fall vom 330 P34 und vom Dino 206S auf jeden Fall Inspiration geholt, beziehungsweise die Designer dran angelehnt. Aber man sieht natürlich Track-Only-Rennwagen. Boah, dieser Diffusor, also das ist das ist enorm, dann ziemlich schön das Boxenlicht. Der Apfelparken, auch diese, die Auspuff-Endrohre sind so retro. Boah, schön mit den Vollslicks hier, dann passt die Optik auch. Hier auch noch Skizzen oder Entwürfe mit dem Spoiler.
Felgen sind hier auf jeden Fall noch im Race-Look, aber ja, ich finde auch ohne Spoiler auf jeden Fall, beziehungsweise da haben wir einen, da haben wir einen kleinen Spoiler, aber ja, auch ohne den großen Heckflügel, wirklich sehr stimmig und anschaulich, trotz des Monster-Diffusors. Zu Ferrari gehört natürlich die Teststrecke in Fiorano. Jetzt haben wir noch das 3.2 Mondial Cabrio. So, nach all diesen extremen Autos mal wieder ein normales Straßenfahrzeug. Ja, auf jeden Fall. Ja, anschaulich, sehr interessantes Design auf jeden Fall. Hier mit diesen Lufteinlässen. Von innen auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig. Also, ja, das ist schon anders, ne? Also hier natürlich die ganzen Knöpfe in diesem riesen Bedienpanel in der Mitte. Dann haben wir hier dieses Ein-DIN-Radio drin. Zwischendrin nochmal irgendwo das Getriebe, beziehungsweise dann den Schalthebel. Aber trotz der ganzen Knöpfe hier haben wir am Tacho, beziehungsweise am Armaturenbrett, alle möglichen Knöpfe und Anzeigen. Ja, hinten nochmal... Ja, Platz für zwei Menschen ohne Beine oder für zwei kleine Kinder. Ich sag mal, von innen schön ist was anderes, aber ja, so waren eben damals auch die Zeiten, das hat sich alles gewandelt. Das Heck aber sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Also optisch, wenn man den Innenraum abzieht, allgemein ein solides, schönes Auto. Und hier haben wir was ganz Besonderes stehen, der 150 LM Prototyp. Von der Form kann man vielleicht ein bisschen erkennen. Also ist auf jeden Fall auf Basis vom LaFerrari aufgebaut worden, um verschiedene Aero-Teile auch zu testen. Man sieht jetzt hier die aggressive Luftputze, der Spoiler. Das ist schon wirklich alles sehr ausgeklügelt, beziehungsweise sehr viel rumexperimentiert worden. Man sieht auch hier das Heck. Ist mehr oder weniger ja, ziemlich radikal abgeschnitten. Also ist einfach so eine Kante, die runtergeht. Also von hinten würden wahrscheinlich die wenigsten erkennen, dass es ein Ferrari ist. Ja, da wurde wie gesagt viel getestet, auch in Fiorano. Super seltenes Ding, also es ist halt ein Prototyp, gibt es ja so kein zweites Mal. Also sehr cool, den hier zu sehen. Und das ist so der Raum, mit dem man das Ferrari-Museum hier verbindet. Das ist wirklich der heilige Gral. Angefangen natürlich hier mit den ganzen Trophäen, über Jahrzehnte gesammelt von den verschiedenen Fahrern von Ferrari. Also man braucht dann nur durchstöbern, dann sieht man wirklich, ich würde mal jeden Pokal von jedem Land, beziehungsweise jeden Grand Prix. Haben wir hier Suzuka, wir haben den Ungarn Grand Prix, Silverstone, auch ein Konstrukteurspokal, Sao Paulo 2000. Ja, da ist schon wirklich alles dabei. Das kleine schöne Eck, da haben wir von 1949 bis 2020 haben wir alle Ferrari Formel 1 Fahrzeuge ausgestellt. Gut, zwei sind im Moment in Reparatur, aber das muss man sich trotzdem mal anschauen. Also ich mache nochmal den Hardcore-Schwenker hier. Wir fangen wirklich von dieser, ich nenne es jetzt mal böse, Gurke mit Rädern an. Also die Form ist wirklich... simpel, mit Rädern dran, offen, kein Sicherheitsgurt. Der Ferrari 166 F2. Schwenken wir über Jahrzehnte rüber. Und da haben wir den SF1000. Da haben wir mittlerweile Halo. Wir haben die komplizierteste Hybridtechnik. Auch die Aerodynamik ist von einem anderen Stern. Und ja, das ist unglaublich, welchen Weg die Technik hier gefunden hat. Also man kann die Fahrzeuge... Da kann man sich wirklich stundenlang kann man sich da über die Unterschiede und über die Präferenzen der einzelnen Leute oder über die Meinungen, welcher schöner ist, welcher nicht so schön ist, unterhalten. Da findet man wirklich, da findet man kein Ende. Aber das macht es doch auch aus. Man sieht auch wirklich, wir haben angefangen mit hellem Rot, wir haben Weinrot, dann wieder verschiedene Rottöne. Der D50 war zwischendurch mal wirklich was ganz anderes. Genau, dann kam irgendwann... kam auch Weiß mit rein.
Dann wie beim Gilles Villeneuve-Fahrzeug, wirklich mit diesen Alu- oder Metalloptiken Spoilern. Schwarz hat auch immer wieder Farbe gefunden auf den Ferraris. Da kann natürlich die ikonischen Michael Schumacher-Fahrzeuge mit dem weißen Marlboro-Spoiler und der Motorenabdeckung. Ja. Bis hin wieder zum knallroten Fahrzeug. Zwar mit einem schwarzen Unterboden, aber trotzdem hat man wieder seinen Weg zum Rot gefunden. Ja. Wirklich sehr schöner Raum hier. Also für einen Formel-1-Fan wirklich das Nonplusultra. Das ist wirklich ein feuchter Traum hier. Fangen wir mal hier an mit dem Auto von Villeneuve aus den frühen 80ern, beziehungsweise ja, 1981. Habe ich jetzt hier abgelesen. Sicherheitsvorkehrungen, simple Schale mit einem kleinen Gurt. Und ja, das ganze Auto einfach so simpel, beziehungsweise überhaupt nicht komplex. Hier kleines Blech vorne als Frontspoiler. Auch noch im Gegensatz, ja, ob das wirklich noch gar keine richtige Form oder Struktur, einfach so ein stupides Blech. Dann, ja, hinten der Heckspoiler, der hat schon Form angenommen, aber das restliche Auto, es sieht einfach aus wie eine Box mit Rädern. Also von vorne wird der Eindruck auch auf jeden Fall, ja, das ist einfach ein Kasten, ne? Ein Kasten mit einer kleinen Front dran, mit einem Heckspoiler. Ja, hinten noch die Einlässe für die Bremskühlung, aber wenn wir uns jetzt umdrehen und gucken, Kimi Räikkönen ist 2007er Auto an, also das ist ja ein Raumschiff in dem, im Gegensatz dazu, das ist schon Wahnsinn, was sich da getan hat über die Jahrzehnte. Die nächsten Fahrzeuge alle von Michael Schumacher gefahren wurden. CTR 2001, 2002, 2004, also alles Weltmeisterfahrzeuge. Die grobe Form ist ähnlich geblieben. Es hat sich natürlich auch ein bisschen in der Lackierung immer was verändert, aber ja, die Frontspoiler immer leicht verändert. Aber auch natürlich andere Teile des Fahrzeugs leicht modifiziert, aber die grobe Form ist immer gleich geblieben, beziehungsweise sehr ähnlich. Mal mussten die Autos schwerer werden, beziehungsweise hatten Mindestgewicht, dann mussten sie leichter werden. So, vom Sechszylinder Turbo zum ersten Michael Schumacher Fahrzeug, hier der F310. Man sieht auch schon an der Nummer 1, das war das Fahrzeug, mit dem Michael Schumacher dann quasi seinen Einstieg bei Ferrari hatte. Noch eine Besonderheit, man sieht V10 Sauger. Ja, da war es dann vorbei mit V12. Auch eine coole Besonderheit hier. Man sieht es, glaube ich, farblich in der Kamera nicht so, aber es ist erstens Leder und zweitens dunkleres Leder. Also es geht schon so ein Zweienrote da am Cockpit, der Kopf- bzw. Helmschutz. Ja, man sieht auch schon auf jeden Fall hier diese zwei markanten Lufteinlässe. Aber genauso wie hinten zu den Bremsen. Also das war schon so die Form Formel-1-Fahrzeug, die sich dann natürlich weiterentwickelt hat, aber die man so kennt. Jetzt kommen wir hier zum F399, auch ein Michael Schumacher Fahrzeug. Ja, das war das Fahrzeug, mit dem er in Silverstone seinen schweren Unfall hatte, wo er sich dann das Bein gebrochen hat und ja, bis dahin auch gut in Meisterschaftsrennen gewesen. Also hätte er sich damals das Bein nicht gebrochen, dann ja, wäre er wahrscheinlich schon 1999 Weltmeister geworden. Sehr schade. Der F2000, Schumachers erstes Weltmeisterfahrzeug. Ich glaube, die beiden Fahrzeuge sind so die, die man als ultimative Ferraris bzw. auch als beste Formel-1-Fahrzeuge der Zeit bezeichnet. Ich stelle mal auf Weitwinkel. Genau, einmal der F2002 und der F2004, also beides super dominante Fahrzeuge, mit denen ja, Schumacher und Ferrari die Konkurrenz einfach in Grund und Boden gefahren haben. Ja, beide mit dem legendären V10 Saugmotor, der einen mit 17.000, 18.000 Umdrehungen da wirklich mit Hass angeschrien hat. Das ist so das, was die meisten Leute mit Formel 1 verbinden, wenn sie an ein Auto denken müssen. Die beiden Fahrzeuge haben jetzt, wie man sieht, die runden Lenkräder oder beziehungsweise alle Fahrzeuge haben das hier drin. Das sind Transportlenkräder, die hat natürlich alle ja, eckige beziehungsweise so halbrunde Lenkräder mit Display drin. Also das sind jetzt hier nur Transportlenkräder, mit denen die Fahrzeuge gelenkt werden können. Aber ja, das ist schon wirklich ein legendärer Raum hier. Und das ist, glaube ich, auch das, was die ganzen Leute hier mit dem Museum verbinden. Und kommen wir zum letzten Fahrzeug. Man sieht auch, der Farbton hat sich geändert. Von glänzend rot geht es hier in ein... Es sieht von hier aus wirklich orange aus. Kann aber auch in der Beleuchtung liegen, ja. Das ist Kimi Räikkönens F2007, mit dem er damals knapp die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ja, bis heute der letzte Formel-1-Weltmeister von Ferrari. Wie gesagt, 2007, das ist schon eine Weile her.
Also Sebastian Vettel hat es ja auch fast geschafft, aber naja, wenn man sieht, wie die diesjährige Saison verläuft, dann wird das wohl auch so bleiben, dass Kimi Räikkönen da der Letzte in den Heiligen Hallen bleibt, der die Formel-1-Weltmeisterschaft gewinnen konnte mit Ferrari. Man sieht auf jeden Fall hier den markanten Flügel, der quasi noch die beiden Streben hier oben hat. Hatten die ganzen anderen Fahrzeuge zuvor nicht, aber ja, hier haben wir auch den V8-Motor drin, kein V10 mehr, aber hat trotzdem 26 PS, natürlich viel weniger als die Fahrzeuge zuvor, also jetzt hier S2004 820 PS, S2002 835, da hat sich wirklich schon was getan, aber trotzdem wurden die Fahrzeuge irgendwie immer schneller und jetzt leider bei V6-Motoren Turbo wieder angekommen, wie damals bei Villeneuve. Mal gucken, ob der Weg immer wieder zurückführt, aber ja, Fahrzeuge werden trotzdem immer schneller, die Technik immer faszinierender und ja, das ist hier, würde ich sagen, so der heiligste Raum vom Ferrari-Museum in Maranello. Jetzt, wie gesagt, kann man sich hier durch die Weltmeister und Pokale stundenlang, da kann man sich nicht satt sehen, also ja, einfach, das muss man einfach mal gesehen haben. Und hier noch ein Fakt, der mir total unbekannt war, dass Enzo Ferrari auch Motorradrennen gefahren ist, beziehungsweise er hat ein paar Motorräder gekauft und hat dann auch seinen Cousin und sich zu Rennen starten lassen. Also sehr interessant, wusste ich überhaupt nicht. Also das hier, ich kenne mich mit Motorrädern, muss ich sagen, gar nicht aus. Ich kann dir nicht viel zu sagen, ich weiß nur eine 500-Kubik-Maschine. Und das hier ist ja das Replika, mit dem 1934 die Targa Florio gewonnen wurde. Also sehr interessant. Immer wieder was Neues zum Lernen hier. Cool, sehr cool. Der 340 mm wurde gebaut für die Mille Miglia. Sehr prestigereiches Rennen. Man sieht Ferrari in blau-weiß. Sehr, sehr ungewöhnlich. Aber hat auf jeden Fall was. Ich finde, die Farbkombi passt echt gut. Ja, hier hat vor allem Alberto Ascari mitentwickelt. Wurde ja auch mit Ferrari Weltmeister. War der erste Ferrari Weltmeister. Also hier findet man wirklich an jeder Ecke was, das haben wir hier auch Meilensteine. Hier das erste Headquarter von Ferrari, die Motorräder, die Gründung. Dann haben wir hier die erste Mille Miglia, der erste Ferrari-Sieg mit dem 125S, der erste Formel-1-Sieg, der erste Weltmeistertitel. Dann ging es natürlich auch früher oder später in die Sportwagenwelt rein. Genau wie Le Mans, wo sie auch gar nicht wegzudenken sind. Das ist Erfolg pur, der sich da über Jahrzehnte oder mehr als ein halbes Jahrhundert erstreckt hat. Bis heute, also das ist unglaublich. Hier war es sehr interessant, das sieht zwar aus wie ein Formel 1 Auto der 80er Jahre, aber war ein Auto für die Kart-Serie bzw. Champ Car. V8 Turbomotor. Ja, ist allgemein alles sehr, sehr breit. So wie hier auch die Lauda-Zeit. Villeneuve. Allein Prost und ja, dann begann die Ära um Michael Schumacher. Der Rest ist Geschichte, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch ein P4 stehen, das war ja damals wirklich verrückt, hatte ich damals als Spielzeugauto. Angetrieben von einem schönen V12 Motor, da konnte man 1967 einen Dreifachsieg beim 24-Stunden-Rennen von Daytona einfahren. Wirklich sehr, sehr großer Erfolg. Ja, dann kommen wir hier zu auf jeden Fall einem großen Highlight der aktuellen Ausstellung bzw. vom Museum selber. Also das ist auch das aktuellste Fahrzeug hier in der Ausstellung. Das ist nämlich das diesjährige Monza-Fahrzeug bzw. das Fahrzeug, mit dem man die Sonderlackierung in Monza hatte. Man sieht auch schon zum 75-jährigen Bestehen, 1947 bis 2022 hat man die gelbe Sonderlackierung eingeführt, auch schön mit dem Retro-Schrift bzw. dem Schriftzug hinten auf dem Heckspoiler. Also wirklich sehr, sehr schön. Ja, die gelben Akzente hier auch im Frontspoiler auf der Nummer. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Haben wir hier das Fahrzeug von Carlos Sainz. Ja, und wie gesagt, das ist das aktuellste Fahrzeug. Also das Rennen ist jetzt keine zwei Monate jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also geil, also echt Wahnsinn, das hier zu sehen. Hat mich super gefreut, dass ich es gesehen habe. Als ich da die gelbe Motorenabdeckung hier einsehen konnte, habe ich direkt gewusst, okay,
hier steht was Besonderes. Jetzt haben wir noch hier die Jungs vom Ferrari eSports Team. Die werden jetzt hier ein bisschen Radwechsel üben. Dann hier noch der Kommandostand. Da wurden dieses Jahr auch schon so ein paar fragwürdige Calls und Anweisungsstrategien verteilt. So, ich befinde mich auf einer Autobahnausfahrt, raus aus dem Museum, ein paar Meter weiter gefahren. Wir befinden uns hier an einer Autobahnbrücke und links von uns ist nichts Geringeres als die Ferrari-Teststrecke. Wow, das mal hier so live zu sehen. Man sieht die ganzen Videos, wenn die Formel 1 Wagen testen, wenn hier irgendwas anderes testet. Aber das hier mal so wirklich live zu sehen und zu begreifen, wie nah das eigentlich wirklich an der Stadt ist, an der Fabrik, an Museum, da merkt man schon, wie Ferrari hier gelebt wird. Also ist schon geil, ist schon wirklich krass. Die ganze Gegend hier lebt Ferrari. Das ist alles so Nationalstolz. Das ist jetzt nicht so wie ein Porsche-Museum oder wie Mercedes, das ist halt anders. Also das ist einfach italienisch pur und Nationalstolz, Stolz auf Ferrari an sich. Es ist halt, ja, einfach Rennsport. Ruhiges Plätzchen gesucht, um mal ein paar letzte Worte zu finden für das Video. Also das Museum hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. War kompakt gehalten von der Fläche her, von den Fahrzeugen her, aber die wichtigsten waren dabei. Also wenn ich dran denke, F40, F50, Enzo, LaFerrari, FXXK, Evo, die ganzen Formel 1 Autos, jung wie alt, wie sie da standen. Ja, natürlich habe ich auch viele Fahrzeuge ausgelassen, aber das sind so die Highlights auf jeden Fall, die mir hier von dem Aufenthalt in Erinnerung geblieben sind. Und ja, alles kurz und kompakt gehalten, super verständlich. Klar, es gibt noch das Enzo Ferrari Museum in Modena. Das war jetzt nur das Ferrari-Museum allgemein in Maranello, aber ja, auf jeden Fall sehr gut wiedergegeben. Auf jeden Fall auch die Historie, natürlich der Anteil an Rennfahrzeugen hat mich sehr gefreut. Ja, allgemein der ganze Flair hier in der Stadt, das ist schon sehr cool. Und da man verspürt auch, es ist nicht nur eine Automarke, sondern das wird hier auch gelebt von der Region. Und ja, wenn man hier durch die Stadt fährt oder läuft, überall Sachen mit Ferrari, überall Läden, Geschäfte, die Dekoration haben. Es ist einfach anders und das findest du so von keiner anderen Automarke. Das ist so ein bisschen der Vergleich vielleicht von vom Flair der Nordschleife zu den restlichen Rennstrecken. Das ist einfach auch ein komplett anderes Level und ja, das kannst du so halt nicht vergleichen. Also hat mir super gefallen hier. Das Wetter ist jetzt auch echt top. Ich bin jetzt hier auf einer kleinen Bank gerade gesessen. Ich laufe jetzt ein paar Meter weiter. Es ist halt wirklich nicht sehr weit weg. Es ist direkt am Museum bzw. 2 Minuten im Auto von da weg. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann finde ich hier den legendären Eingang der Fabrik. Man sieht den ganzen Tag schon Mitarbeiter hier vom Werk rein und raus marschieren. Das ist einfach, ja, einfach die magischen Tore hier. Da drin wird die ganze Arbeit verrichtet, die uns die tollen Fahrzeuge auf die Straßen und Strecken bringt. Also wirklich super cool, mal hier zu sein. Das ist wirklich ein Must-Do für alle Leute, die mal in der Nähe sind, die mal hier Urlaub machen oder so. Von daher, ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte den Flair von Ferrari und vom Museum ein bisschen, ja, zu euch bringen. Von daher, danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.